Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur 11. Sendung von OrgaTV in diesem Semester. Wir haben auch heute wieder ganz viele spannende Themen für euch. Und damit ihr mal wisst, was euch erwartet, gebe ich euch mal noch einen kurzen Ausblick über die heutige Sendung. Wir fangen an mit einem Beitrag des Festivals Perspektiv. Das hatten wir letzte Woche schon einen Beitrag drüber gesehen, nämlich den Beitrag über Navette Voyager, der ausrangierte Bus, der zu einer fahrenden Ausstellung von Videospielen wurde. Und heute haben wir die Stadtführung in der Nacht für euch, Dance in the City hieß diese Veranstaltung. Das OrgaTV-Team hat diese Veranstaltung für euch besucht und beim nächtlichen Rundgang durch bekannte und weniger bekannte Straßen der Saarbrücker Innenstadt mit einer Performance aus Tanz und Licht mitgemacht. Die speziell ausgewählten Orte haben für den Moment ihre ganz eigene Poesie entwickelt und drei Tänzer traten dabei in Dialog mit bewegten Bildern, die dann auf die Häuserfassaden außen herum projiziert wurden. Außerdem haben wir einen Beitrag für euch über den Tag der offenen Tür, der am vergangenen Samstag hier auf dem Campus der Saarbrücker Uni stattgefunden hat. Von 10 bis 17 Uhr konnten kleine und große Besucher Wissenschaft hautnah erleben. Also es gab über 200 Angebote aus allen Fachrichtungen. Man konnte bei Experimenten mitmachen, Campusführungen. Es gab Mitmachangebote und auch Vorträge von Wissenschaftlern gab es dort zu sehen. Ja, und an diesem Tag hatten auch Studieninteressenten die Möglichkeit, sich über ein Studium an der UDS zu informieren. Und es war also sozusagen für jeden etwas dabei. Und auch für das leibliche Wohl der Besucher wurde gesorgt, denn der Campus bot kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Ja, und nächstes Thema ist dann unser diesjähriger OrgaTV Medientag, der am 29.07. im Kino 8,5 hier in Saarbrücken stattfinden wird. Das ist eine interne Veranstaltung. Das heißt, wir werden in der letzten Vorlesungswoche, also letzter Mittwoch, 29.07., keine Live-Sendung hier aus dem Studio senden, weil wir da ja unseren Medientag haben. Moderiert wird das Ganze dann dort von Professor Dr. Uwe Eisenbeiß. Das ist, der hat früher am Lehrstuhl von Professor Scholz gearbeitet und ist jetzt Professor für Medienmanagement und Ökonomie an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und der moderiert das dann mit mir zusammen im Kino 8,5. Ja, und zu dem Thema Medientag habe ich dann auch noch einen Studiogast hier bei mir später im Laufe der Sendung, und zwar unser Teammitglied Dominik. Er hat nämlich beim Seminar von Professor Scholz mitgemacht dieses Semester, und da ging es hauptsächlich um Generation Z im Saarland, und da können wir später auch innerlich noch ein bisschen über Generation Z sprechen und auch über den Ablauf oder das vorläufige Programm, das bisher geplant ist beim Medientag. Ja, und jetzt fangen wir aber mal an mit dem Beitrag Dance in the City, also dem Beitrag vom Festival Perspektiv. Ja, also wir fangen an mit dem geführten Rundgang durch Saarbrücken mit einer Performance aus Tanz und Licht. Viel Spaß bei Dance in the City. Das Festival Perspektiv ist das einzige deutsch-französische Kulturfestival, das sich gleichermaßen deutsch- wie auch französischsprachiger Bühnenkunst widmet. Aus dem ursprünglichen Experiment, das 1978 als französisches Festival in Saarbrücken seinen Anfang nahm, wurde langfristig ein ungewöhnlich langlebiges Kulturereignis mit nachweislichem Erfolg, das in dieser Form bis heute in Deutschland und Frankreich einmalig ist und ein Stück kultureller Identität für die Großregion hervorbrachte. Im Laufe von 35 Jahren hat sich Perspektiv erfolgreich als wichtigstes Kulturereignis der Region Saarlouis-Lux und als Traditionsfestival in der Stadt Saarbrücken verankert. Ideal in der Grenzstadt Saarbrücken und neben gleich drei Ländern, Frankreich, Deutschland und Luxemburg, gelegen,
versammelte das Festival ein jährlich größeres internationales Publikum und hat sich zunehmend zu einer Kulturveranstaltung des grenzenlosen Miteinanders entwickelt. Jeden Frühling verwandelt Perspektiv Saarbrücken in eine Bühne, die sich bis über die Grenzen hinaus ins französische Nachbarland erstreckt. Seine inhaltliche deutsch-französische Ausrichtung sowie die Ausstrahlung des Festivals an Spielorten in Saarbrücken und dem französischen Departement Mosel machen es zu einem Wahrzeichen der deutsch-französischen Beziehungen. Wie kaum ein anderes Festival fördert Perspektiv den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Frankreich und lädt die Zuschauer dazu ein, zeitgenössische Bühnenkunst des jeweiligen Nachbarlandes zu entdecken. Dieses Jahr fand das Perspektivfestival im Frühling vom 21. bis 30. Mai statt und wir haben uns für euch verschiedene Schauspiele angesehen. So auch Dance in the City. So, wie man jetzt ja im Beitrag sehen konnte, ließ uns dieses ungewöhnliche Zusammenspiel aus Tanz und Licht in der Nacht, oh Gott, Entschuldigung, das Stadtbild auf eine neue Art wahrnehmen. So, und jetzt begrüße ich aber auch schon meinen Studiogast Dominik hier im Studio. Hi. Hallo Michael. Ja, letzte Woche waren ja die UMP-Kids hier bei mir im Studio. Ja, also du koordinierst ja immer ein bisschen, also die... Kommunikation mit denen auch, also dass die, dass wir immer zwei Stück jede Sendung halt hier haben, die uns da ein bisschen behilflich sind. Was machst du denn da noch so? Genau, also das wissen die Zuschauer wahrscheinlich nicht. Jeder von uns hat ja einen Schwerpunkt. Der Felix kümmert sich um die Technik, du machst die Moderation, wenn ich nicht kann. Die genau. Julia ist Hochschulpolitik-Expertin und ich kümmere mich um die UMP-Kids. Die haben wir ja letzte Woche gesehen. Mhm. Und die machen halt eigentlich dasselbe wie mir, im geringeren Umfang. Und im Rahmen von einem Bachelorpraktikum. Mhm. Und ich versuche das halt zu koordinieren und denen ein bisschen was beizubringen, beziehungsweise ein paar Grundlagen zu schaffen. Mhm. Okay. Und wie kam es jetzt dazu, dass die UMPler letzte Woche diesen Beitrag für unsere Sendung gemacht haben? Das hast du ja irgendwie angeleiert, oder? Ja, genau. Also wir haben ja generell immer zwei von den UMP-Kids hier im Studio, die uns assistieren und zur Hand gehen. Und da waren dann zwei, die haben den Mund ein bisschen vollgenommen, wollten uns hier ins Nachmittagsprogramm katapultieren mit ihrer sensationellen Moderation. Übrigens sind die heute auch da, die Katharina und die Dana, die sitzen im Studio an meinem Platz. Und dann habe ich gesagt, gut, dann dürft ihr jetzt was machen. Aber sie haben es gut gemeistert. Und dann war das der Beitrag. War souveräne Arbeit. Ja, und zu unserem Studienprojekt jetzt. Also wie ist denn dein Zwischenfazit jetzt von OrgaTV bisher? Gefällt es dir? Ja, also
man merkt halt auch, dass von Sendung zu Sendung die Abstimmung immer besser wird. Also langsam läuft es wirklich homogen. Jeder weiß, was er zu machen hat. Die Abstimmung stimmt. Die Vorbereitung vor allem auch ist ganz wichtig hier bei der Arbeit. Zu meinem Teil, die ÖMP, da am Anfang war ich ein bisschen kritisch, ob die das so hinbekommen, weil bis mal der Plan gestanden hat, wann wer kommt. Aber mittlerweile wirklich alle, die da waren, haben ihre Aufgaben gut gemeistert, sind zuverlässig. Wenn ich sie brauche, sind sie da. Was ich an Beiträgen von denen gesehen habe, waren bis jetzt auch nicht schlecht. Und bei uns läuft es auch immer besser. Wir steuern ja jetzt auch schon zielstrebig auf unserem Höhepunkt zu. Mhm. Und also mir macht es wirklich Spaß. Ja, und dieser Höhepunkt ist ja der Medientag. Aber jetzt zum Thema vom Medientag, also hauptsächlich wird das ja Generation Z auch sein. Genau. Und du hast ja jetzt in diesem Semester das Seminar belegt zum Thema Generation Z, ne? Ja, genau. Wie lautet das genaue Thema und auch dein genaues? Ja. Also die Überschrift ist halt Generation Z im Saarland, eine Bestandsaufnahme. Mhm. Und da habe ich und ich weiß nicht, 13 andere, halt verschiedene Herangehensweisen zu diesem Thema an die Hand bekommen und sollten halt das Thema ganz offen bearbeiten. Mhm, okay. Und die Generation Z, was ist denn das jetzt überhaupt genau? Also für die Zuschauer, die vielleicht noch kein Personalmanagement oder kein Masterfach von HR gehört haben, was ist die Generation Z, wer gehört dazu? Also ich weiß ja, wie alt du bist. Wir beide gehören nicht dazu. Ganz generell ordnet man Generationenkonzepte nach Alterskohorten. Kohorten sind halt Jahrgangsfenster, nenne ich es mal. Die Generation Z, also bei unserer Herangehensweise in unserem Seminar haben wir das abgesteckt von 1995 bis 2010. Ja. Das ist auch in der Literatur meistens der Fall. Es gibt auch die Generation Y, zu der gehören wir, die Generation X, die Babyboomer. Aber wir haben uns jetzt speziell mit den saarländischen Vertretern dieser Generation Z beschäftigt. Das heißt, für uns war jeder Mensch, zwischen 95 und 2010 geboren worden ist, ein potenzieller Proband. Mhm, okay. Und was macht die Generation Z aus? Also was charakterisiert die normal stereotypisch? Also ist ja nicht, dass jeder jetzt dann in diese Schublade gesteckt werden kann, aber allgemein jetzt, was sagt man, was die ausmacht? Das hast du schon gut vorweggenommen. Also das sind halt Tendenzen, die sich halt abzeichnen bei einer bestimmten Generation. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil da werden wir ja im Laufe von dem Medientag, auf den du gleich noch hinweisen wirst, noch einiges erzählen. Ganz generell sagt man so, die Generation Z hat nicht so eine starke Bindung zum Arbeitgeber und versucht auch immer, den Beruf vom Privatleben zu trennen. Mhm. Ob sich das jetzt bestätigt hat in unserer Betrachtung oder nicht, das will ich mir nicht vorwegnehmen. Okay, das sieht man noch. Genau. Ihr hattet ja auch noch keine Präsentation. Das kommt ja auch erst, wo ihr das dann noch, die Ergebnisse überhaupt mal zusammenstellt, oder? Am Mittwoch hatten wir um 12 Uhr die Abgabe. So viel ich weiß, hat es auch jeder hinbekommen. Und jetzt für nächsten Montag wird der Abschlussbericht von allen zusammen angefertigt. Und da glühen im Moment die Tastaturen, weil da muss halt jetzt einiges noch geleistet werden. Auch die Präsentation wird dann vorbereitet. Und am Mittwoch haben wir einen Workshop mit Professor Scholz. Da fahren wir auch weg. Und da wird halt auch werden die Ergebnisse zusammengetragen und das Extrakt wird dann im Nachhinein bei unserem Medientag präsentiert. Mhm, okay. Noch ein Satz zur Generation Z jetzt. Also bei HR Communication hieß es immer, der Satz von Pippi Langstrumpf, dass Generation Z irgendwie ausmacht, dass man sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ne? Mhm. Genau. Und da war auch irgendwas mit einer Villa Kunderbund oder so, was du eben gesagt hattest, oder? Da hast du gut in der Vorlesung aufgepasst, Michael. Ja. Ja, die Villa Kunderbund sagt halt aus, ist ja ein Teil von dem Pippi Langstrumpf, von der Pippi Langstrumpf-Sendung, dass die Generation Z sich halt ihren kleinen, engen Kreis bildet aus Familienangehörigen und engen Verwandten. Mhm. Aber wenn dich so dafür interessierst, dann wirst du bestimmt auch neugierig sein, was wir so zu erzählen haben beim Medientag. Genau. Vielleicht haben wir da ja auch was dazu. Genau, da bin ich mal gespannt. Und jetzt zum Medientag. Also der findet ja am 29.07. statt im Kino 8,5. Genau. Das ist ja eine interne Veranstaltung, die jetzt von OrgaTV mitorganisiert wird. Was erwartet die Zuschauer da? Also die verschiedenen Gruppen hier am Lehrstuhl, also meine ÜMP-Kids haben da auch was vorbereitet, ist ein Teil davon. Wir natürlich. Jetzt gibt es draußen Gelächter. Ja, jedenfalls haben wir natürlich auch einen großen Beitrag, der nochmal das Hauptthema dieses Semesters zusammenfasst. Das Seminar, von dem ich auch ein Teil bin, wir werden auch noch einen Teil dazu beitragen. Auch verschiedene andere Beiträge wird es geben.
Professor Scholz lädt einige Freunde des Lehrstuhls ein. Wir werden auch Gäste von uns, von unserer Orga-TV-Sendung einladen. Und dann wird das eine gemütliche Runde mit spektakulären Beiträgen. Ja, das denke ich auch. Also wir haben den Zusammenschnitt über die Zersparung auch teilweise, ja, die wir ja oft thematisiert haben. Das ist ja auch ein wichtiges Thema hier an der Uni. Generation Z im Saarland, in verschiedenen Ländern auch, wie Generation Z ja, in verschiedenen Ländern halt ist, was es da für Unterschiede gibt. Und wir haben auch noch einen etwas lustigeren Beitrag, dass es nicht ganz so steif ist, haben wir noch die Outtakes oder hinter den Kulissen bei Orga TV machen wir auch noch was. Ja, genau. Gut, ansonsten von der Location her haben wir ja auch mal reingeschaut, ne? Da waren wir ja schon mal vor Ort und haben uns darum gekümmert, wie das dann ablaufen wird. Wir sind ja jetzt schon in der Vorbereitung für unseren Medientag und wie das dort ausschaut und was wir da vorgefunden haben, das sehen Sie jetzt im nächsten Beitrag. Das Orga-TV-Team hat das Kino 8,5 in Saarbrücken besucht. In diesem Kino wird am 29.07., also den letzten Mittwoch in der Vorlesungswoche, einen Medientag veranstalten. Hier sieht man den Hinweg zum Kino. Man kommt an der Tapasbar Zapata vorbei, durch den Innenhof und gelangt dann direkt zum Kino 8,5. Hier sieht man schon die Werbung des Kino 8,5, wo derzeit mit verschiedenen Filmen geworben wird. Jetzt befinden wir uns im Inneren des Kinosaals, wo der diesjährige Medientag stattfinden wird. Dort werden wir Filme zeigen der UMP-Kids, die wir auch letzte Woche in der Sendung hatten, Filme oder Beiträge des Seminars und weitere spannende Themen. Unter anderem auch das Thema der Zersparung, das wir vom Orga-TV-Team bereits öfter thematisiert haben. Für das leibliche Wohl ist im Kino 8,5 auch gesorgt, wie man gerade gesehen hat. Großes Thema des Medientags wird die Generation Z sein, Generation Z im Saarland, Zersparung und auch noch ein lustiger Beitrag zum Thema hinter den Kulissen und Outtakes des Orga-TV-Teams. Die Filme, die zurzeit im Kino laufen, sind Sprich mit ihr, Berlin, die Sinfonie der Großstadt, Wir sind jung, wir sind stark, Kriegerin, Lauf, Junge, Lauf, Im Labyrinth des Schweigens, Freistadt, Ein Sommer in der Provence, Schöne Sommerzeit und Das blaue Zimmer. So, ich denke, man hat es ja eben auch schon beim Gespräch zwischen Dominik und mir rausgehört. Also der Medientag wird sicher eine interessante Veranstaltung werden mit tollen Themen zur Generation Z und auch zum Thema Zersparung an der UdS. Und wir sind gespannt und freuen uns schon auf den Medientag am 29.07. Ja, und jetzt zu einem anderen Thema, aktuelles Thema an der Uni. Wir hatten vergangenen Samstag, wie ich ja schon erwähnt hatte, den Tag der offenen Tür hier auf dem Saarbrücker Campus. Und den haben wir mal für euch besucht und ein paar Eindrücke mit der Kamera eingefangen, aber schaut einfach mal selbst rein. Am vergangenen Samstag fand von 10 bis 17 Uhr der Tag der offenen Tür auf dem Campus der Saarbrücker Uni statt. Kleine und große Besucher konnten die Wissenschaft hautnah erleben. Es gab ganz viele Angebote aus allen Fachrichtungen. So konnten die Besucher zum Beispiel an Experimenten teilnehmen, Campusführungen, Mitmachangebote und Vorträge von Wissenschaftlern besuchen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wurde gesorgt. Zudem wurde der Tag der offenen Tür musikalisch begleitet. Aber bei dem Wetter und den Temperaturen von über 37 Grad kamen leider nicht so viele Besucher zum diesjährigen Tag der offenen Tür.
So, also wir hatten ja schon ein paar Mal in unserer Sendung auch über das Thema Marketing gesprochen, unter anderem bei einem Kalli-Beitrag mal, wo wir so eine Slide hatten, wo was erklärt wurde mit Zuschauerzahlen und wie sich die Zahl entwickelt hat, mit Hilfe von Marketing auch. Und wir hatten ja auch schon mal zwei Studiogäste hier von MTP, also Marketing zwischen Theorie und Praxis. Und in diesem Zusammenhang fand ich auch ganz interessant, was ich da gefunden hatte zum Tag der offenen Tür dieses Jahr. Und zwar, wie der beworben wurde. Es gab über 1000 Indoor-Plakate im Saarland, Lothringen, Luxemburg und Trier und Kaiserslautern. Es gab außerdem 50 Großflächenplakate im ganzen Saarland und auch 10 Citylights an Verkehrsknotenpunkten in Saarbrücken. Außerdem wurde der Tag der offenen Tür beworben mit Postkarten, die an saarländische Schulen verteilt wurden. Die SZ berichtete darüber und auch der Saarländische Rundfunk hat diese Veranstaltung über Radiospots und auch über Programmbeiträge beworben. Und es steckten also jede Menge Werbemaßnahmen hinter dem Tag der offenen Tür, um halt eine große Reichweite zu bekommen und viele interessierte Besucher zu gewinnen. Unser Team hat die Veranstaltung ja erst gegen Nachmittag besucht und da war leider nicht mehr so viel Betrieb dort. Also es kann ja sein, dass morgens vielleicht mehr Besucher da waren, das wissen wir leider nicht genau. Aber auch wenn nicht so viele da waren, es gibt immer noch eine Ausrede. Wir hatten ja am Samstag knapp 40 Grad und da ist es ja kein Wunder, dass jetzt nicht so viele zum Tag der offenen Tür kommen, sondern jetzt lieber im Schwimmbad verweilen oder sowas. Und damit sind wir auch fast schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ich habe aber noch einen Ausblick für euch für die nächste Woche. Nächste Woche ist schon die 12. Sendung, das ist dann die vorletzte Sendung schon in diesem Semester. Der Medientag ist dabei ausgeschlossen, also wir haben noch zwei Live-Sendungen. Und da haben wir einen Beitrag für euch zum aktuellen Thema Borussia Neunkirchen nochmal, da kommen wir nochmal drauf zurück. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon öfter darüber berichtet, über den Verein, der Insolvenz anmelden musste und jetzt noch bis zum 31.07. Zeit hat, das Insolvenzverfahren oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu verhindern, wenn halt eine bestimmte Summe an Geld eingenommen werden kann. Das ist ja auch schon teilweise geschehen mit dem Verkauf des VW Käfers, mit den Unterschriften. Da hatten wir auch schon einen Beitrag zu, da erinnert ihr euch sicherlich noch dran. Und da werden wir von der Mitgliederversammlung, die am 19.06. bei der Borussia stattgefunden hat, einen Beitrag drüber machen. Wir haben da einen kleinen Zusammenschnitt von den wichtigsten Statements dieser Versammlung und den aktuellen Erkenntnissen auch oder dem aktuellen Stand der Insolvenz oder der Insolvenzabwendung, kann man ja eigentlich sagen. Ja, und wir haben noch einen Beitrag mit Professor Rolles. Das ist ein Interview zwischen Dominik und Professor Rolles halt zum Thema Zersparung an der Universität des Saarlandes und Zersparung Fakultät 1. Und auch die aktuelle Finanzlage an der Uni derzeit. Ja, das werden auf jeden Fall mal unsere Themen sein. Und wir haben auch noch was. Morgen wird ein Vortrag sein von Professor Scholz zusammen mit Professor Lüsebrink. Da werden wir auch vor Ort sein und auch einen Beitrag draus machen. Also könnt ihr euch auch auf nächste Woche freuen. Da haben wir auch wieder spannende Themen. Und deswegen sehen wir uns nächste Woche, wie immer, jeden Mittwoch, 18.18 Uhr bei orga.tv. Also einschalten. Thank you.